jetzt geht es ja wirklich um den Background. Was müsste der Makler tun? Also, ne, was wäre der richtige Schritt, was der Makler tun muss, um dieses Thema komplett in der Hand zu haben? Also, herzlich willkommen zu unserer nächsten Immolution Podcast Folge. Und heute haben wir ein sehr spannendes Thema. Wir haben natürlich immer spannende Themen, aber heute haben wir ein besonders spannendes Thema, weil es genau die aktuelle Zeit trifft, nämlich es geht um das Thema Zinswende und man kann hier das magische Datum Juni 2022 mal so als Schnittpunkt nehmen. Und dazu habe ich einen sehr interessanten Studiogast, nämlich jemand, der wirklich behind the scenes uns liefern kann. Also echt knallharte Fakten zu dem, was da eigentlich im Background alles läuft. Und das ist mein lieber Freund, kann man schon fast sagen, Klaus Langhals, Klaus J. Langhals. Und stell dich doch mal kurz vor. Ja, Heinz, vielen Dank für die Einladung. Schon mal vorweg. Ja, mein Name ist Klaus Langhals-Arnold, sogar Doppelname. Also von daher freue ich mich, dass wir heute dabei sein dürfen. Ja, ich bin Direktor Partnergeschäft bei der CreditWeb in Köln. Wir betreuen bundesweit Pooling im Bereich Baufinanzierung und gehören zu den großen Playern am Markt und freuen uns, dass wir im letzten Jahr zusammengefunden haben, dass wir das Bosbach Consulting, ich habe jetzt fast schon so den American Slang hier mit reingebracht, Bosbach Consulting und CreditWeb eine Partnerschaft eingegangen sind. Ihr coacht sehr erfolgreich Immobilienmakler. Wir sind ein Top-Anbieter für Baufinanzierung und wir freuen uns, dass wir da einfach zusammenarbeiten können. Ja. Das dazu. Wir haben gerade festgestellt, wir sind gleich alt. Von daher haben wir da auch eine Gemeinsamkeit. Und ich schätze das sehr, den Austausch mit dir zum Wohle deiner Kunden. Und das sollen dann auch unsere Kunden sein. Und wir werden gemeinsam das Thema Finanzierung wuppen. Qualität muss sich durchsetzen und die liefern wir. Und von daher passen wir, glaube ich, sehr gut zusammen. Genau, und jetzt geht's ja wirklich um den Background. Also bei mir war es ja wirklich ein Bedürfnis, als ich gemerkt habe letztes Jahr, dass die Immobilienmakler so ins Kämpfen kommen. Ich will es mal so ausdrücken. Ne? Also der auf einmal Nachfrage ist runtergegangen. Die Leute haben wirklich also wenige Kaufinteressenten. Und daraus ist ja ein Problem entstanden, nämlich das Problem, dass Immobilien echt liegen geblieben sind. Ja? Also das ging nicht weiter, das hat wirklich gestockt. Mhm. Und wir können uns natürlich glücklich schätzen auf der einen Seite, dass wir unseren Kunden rechtzeitig, frühzeitig, eigentlich schon immer, ein sehr gutes System für den Verkauf an die Hand gegeben haben, sodass die meisten gar nicht in diese Falle wirklich reingelaufen sind. Hat natürlich was mit Kaufpreisen zu tun, überhöhte Kaufpreise im Markt etc. Wo wir heute ja so ein bisschen hinschauen wollen, ist zuallererst mal die Tatsache Hausbank versus freier Finanzierer, Zinsentwicklung etc. Und lass uns doch mal da anfangen, nochmal, um den Leuten ein bisschen einen Hintergrund zu geben. Mhm. Was ist denn wirklich passiert eigentlich da in dieser neuralgische Punkt Juni 2022. Sehr aus gut. Deiner Sicht, also aus der Sicht eines Finanzierers. Ja. Ja, weil ihr habt ja vielleicht nochmal ganz kurz, wie viel Geschäft, also mal als Zahl, die sind ja offiziell, aber als Zahl, wie viel Geschäft verwaltet oder beziehungsweise hat eure Gruppe vermittelt letztes Jahr, damit die Leute mal wissen, so, dass wir hier jetzt nicht über irgendein Kindergartengeschäft oder Unternehmen sprechen. Nee, das können wir mit voller Brust natürlich sagen. Also CreditWeb gehört zur Bildhausgruppe. Die ist letztes Jahr entstanden aus drei Unternehmen, Hüttich & Rompf, CreditWeb, Baufi24 und der Firma Finlink, einem führenden Anbieter für CRM-Systeme in der Finanzierung. Ja, wir haben im letzten Jahr rund 5 Milliarden Baufinanzierungssumme bewegt und sind damit ganz klar die Nummer 3 in Deutschland, haben natürlich auch Ziele, wollen da natürlich auch wachsen, aber mit 5 Milliarden, wie gesagt, sind wir die Nummer 3 in Deutschland und sind da sicherlich sehr gut positioniert. Kannst du mal so gerade, ich würde mal gerne einen Vergleich haben. Mhm. Also ein Vergleich, 5 Milliarden, was macht denn so eine,
so eine durchschnittliche oder normale Sparkasse, Kreissparkasse. Mhm. Kannst du da mal so einen kleinen Vergleich geben, was da so gedreht wird im Vergleich? Ja, also ich kann das aus der beruflichen Vergangenheit auch sagen. Die ist noch nicht so lange her, dass ich mal in der Sparkasse das Thema Immobilienfinanzierung verantwortet habe. So, das war eine Sparkasse mit 2 Milliarden Bilanzsumme. Es gibt in Deutschland 400 Sparkassen noch rund. Da ist sie irgendwie so auf Platz 250. Und die machte so im Neugeschäft 100, 150 Millionen Baufinanzierung. So, jetzt muss man sich ja vorstellen, Klaus, dass jetzt der Makler, der Immobilienmakler, der hat jetzt eine Immobilie und jetzt kommt der Käufer und sagt, ja, ich gehe mal zu meiner Hausbank. Klar. Ja? Das passiert auch. So, und das Hauptproblem, was wir ja haben, also was ich schon vor Jahren gesehen habe und was jetzt gerade extrem ja hochploppt, ist, was für Möglichkeiten hat der Banker jetzt im Vergleich zu euch? Also zu jetzt CreditWeb, zu der ganzen Gruppe, was dahinter steckt, mal, um auch da mal den Leuten ein bisschen Daten zu geben. Ja, man kann relativ platt sagen, der Banker hat eigentlich nur ein Angebot, nämlich sein eigenes hauseigenes Angebot. Das muss man fairerweise sagen. Natürlich, die Sparkassen arbeiten mit Bausparkassen zusammen. Also die LBS-Bausparkassen gehören zu den Sparkassen. Bei den Volksbanken, Raiffeisenbanken ist das Schwäbisch Hall. So. Aber grundsätzlich hat der Banker ein Ziel. Er will das Geschäft, wenn er es denn machen darf, in die eigenen Bücher bringen. Genau. So, damit sind die Möglichkeiten für den Kunden begrenzt. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass der Kunde natürlich ein gewisses Vertrauen hat. Er ist groß geworden mit seiner Hausbank. Die Eltern haben gesagt, das ist unsere Bank. Also von daher gehst du da mal schön auch hin. So. Aber das ist nicht mehr zeitgemäß. Wir haben über 400 Banken regelmäßig im Angebot. Bis zu, aber auch noch mehr, ne, teilweise. Ne? Ja, wir haben bis zu 600 Anbieter. Das muss natürlich passen. Es gibt natürlich Anbieter, die nur regional unterwegs sind, die sich vielleicht auf spezielle Kundengruppen stürzen. Aber wir haben die gesamte Palette im Angebot. Und das ist unsere große Stärke. Unsere Mitarbeiter finden für den Kunden wirklich nicht nur eine passende Bank, sondern auch noch Alternativen. Denn Baufinanzierung ist ein sehr komplexes Thema. Ich sage immer, Baufinanzierung ist Fleiß und Disziplin. So, das zeigen unsere Berater und im Zusammenspiel mit dem Kunden kann man dann das optimale Ergebnis finden. Das muss nicht immer der beste Zins sein auf den letzten Kommapunkt hinter dem Komma, sondern es muss passen. Was hat der Kunde für Ziele? Was hat er für Möglichkeiten? Man weiß vielleicht auch, irgendwann wird man mal Geld erben. Deswegen muss man sich vielleicht keine Sorgen machen, dass die Finanzierung 30 Jahre geht. Eine durchschnittliche Finanzierung in Deutschland läuft 28 Jahre. So, wenn aber jemand weiß, naja, ich werde mal irgendwas erben, dann muss ich vielleicht die Zinssicherung nicht so hoch anstellen wie jemand, der sagt, naja, da ist nichts zu erwarten. Ja, klar. Und dann muss ich das natürlich schauen. Also okay, genau, schauen wir da nochmal genau hin. Also der normale Prozess, ja, und aus der Sicht, und wir reden ja hier mit und für Immobilienmakler, ist, der Immobilienmakler hat ein Angebot, der Kaufinteressent, der schaut sich das an, der besichtigt und sagt, ich will, finde das ganz gut und so, und jetzt muss ich erstmal checken, ja, so, die viele checken ja schon nicht vorher, ne, die Finanzierung. Was eigentlich ne? eine gute Idee wäre. Ja, klar, genau, so, und da setzen wir schon mal an, das heißt also, hier braucht ein guter Immobilienmakler, der muss schon ausgestattet sein mit den Tools, um seinen Kaufinteressenten die Möglichkeit zu geben, Budgets zu rechnen, mal erste Zinsorientierung zu kriegen. Wie viel Immobilie kann ich mir überhaupt leisten? Damit fängt das schon mal an. Punkt Nummer 1. Ne? Also für mich eine klare Sache, könnt ihr liefern. Kann der Banker natürlich nicht machen, weil macht der Banker ja auch nicht. Der will ja, dass die Leute schön bei ihm erstmal reinlaufen. Ne? Das ist ja alles noch sehr oldschool, muss man ja klar sagen. Sehr oft, ja. Das Kernproblem ist aber, der Kunde ist erstmal weg. Ne? Das ist der landet ja jetzt erstmal bei der Hausbank. Und jetzt möchte ich von dir mal wirklich tacheles hier auf den Tisch gehauen wissen, mit welchen Zeiten muss ich denn oder muss der Makler rechnen, wie lange das dauert, wenn so ein, ich sag mal, unter Anführungsstrichen kleinerer oder mittlerer Hausbanker jetzt anfängt, Blättchen zu sortieren? Da kannst du von mindestens einer Woche ausgehen. Oftmals sind es 2 Wochen. So, und das ist heutzutage, das war früher noch schlimmer. Jetzt haben wir natürlich die Zeiten, viele Immobilien im Markt. So, früher wurden Immobilien verteilt.
jetzt werden sie verkauft, beraten. So, und das bedeutet natürlich, dass genau wie damals trotzdem Schnelligkeit natürlich eine Rolle spielt. Das aber ein, zwei Wochen hört sich jetzt nicht so viel an, ja. Also ich habe da so, bei mir klingeln da andere Zahlen, ja. Weil das Thema Entscheidung, dann bis dann wirklich die Kreditverträge da sind, eine dann Vorabzusage gibt. Wenn das mit, wenn du. Ja, bitte, der komplette Prozess. Dann reden wir über 3 bis 4 Wochen. Minimum. In der Regel sind das mindestens 3 Wochen. So. Und das hilft ja, sage ich mal, in dem Prozess nicht weiter. Der Kunde braucht natürlich viel, viel früher eine Sicherheit, ja, das funktioniert. Die Abwicklung nachher ist die andere Seite. Dazu gehört natürlich auch eine gute Betreuung, die unsere Mitarbeiter dann für den Immobilienmakler natürlich auch bieten. Aber wichtig ist natürlich eine frühzeitige Einschätzung, dass funktioniert und dass sich der Makler und der Kunde darauf verlassen können. Wenn gesagt wird, es funktioniert, dann muss es auch funktionieren. So. Mhm. Und dafür brauche ich modernste Systeme. Wir arbeiten mit den modernsten Plattformen. Es gibt 2 große Plattformen im deutschen Markt. Wir bedienen beide. So, das heißt, jeder, der mit uns zusammenarbeitet, hat wirklich den Marktüberblick. Und wie wir gerade gesagt haben, mindestens 400 Banken. Insgesamt sind es bis zu 600 Banken. Und von daher ist das, glaube ich, ein wirklich faires Angebot, um für den Kunden wirklich das passende Angebot zu erzielen. Okay, wo ich nochmal so einen Blick drauf werfen will, ist ja die Zusammenarbeit. Oder was müsste der Makler tun? Also was wäre der richtige Schritt, was der Makler tun muss, um dieses Thema komplett in der Hand zu haben? Also verstehst du das? Ich will ja Kontrolle haben. Also Kontrolle heißt, ich möchte den Prozess in der Hand haben. Ich möchte den nicht aus der Hand geben, damit mir das Geschäft wegflitscht. Weil im Zweifel sehe ich das Problem auch, und das haben wir ja schon x-mal auch live erlebt, dass halt der Banker, der ist ja nicht pro Makler, sondern der ist ja im Zweifel pro dem Kunden. Im Zweifel hat er auch noch vielleicht eine Immobilienabteilung im Rücken, der vielleicht auch noch schöne Objekte hat und sogar meine Immobilie bei ihm abwertet, ja, und sagt hier, nee, also da kommen wir mal gar nicht klar und die ist aber zu teuer und hast du nicht gesehen, ja. Auf der falschen Straßenseite, alles, was es so gibt, ganz genau. Oder? Ja, und das ist ja genau der Service, den wir bieten in der Zusammenarbeit. Das heißt, der Makler schickt uns den Kunden. Und mit dem klaren Auftrag, okay, der Kunde braucht jetzt meinetwegen erstmal einen Rahmen, damit wir wissen, was kann der sich wirklich realistisch leisten. Was natürlich gerade im Moment eine Riesenherausforderung ist. Die Zinsen sind natürlich gestiegen. Wir reden, du hast den Juni letzten Jahres angesprochen, da hatten wir noch ein Zinsniveau unter 2%. So, und die Zinsen sind aktuell, ne, nach der gestrigen EZB-Erhöhung, reden wir über 3,5% Zinsen. Aktuell. Bei 10 Jahre Laufzeit, bei 40% Eigenkapital. Also 40% Eigenkapital, das heißt, ne? Hallo. 1A-Beleihung. Hat ja keiner. Heißt, ne? Haben ja die wenigsten. Haben die wenigsten so. Ja, genau. So. Das heißt, wir reden realistisch über 4% Zinsen. So, und statt 2% sind es jetzt 4%. Das sind 2% mehr. So, jetzt will man natürlich auch das Darlehen nicht nur die Zinsen bezahlen, sondern auch tilgen. So, da haben viele Banken in der Vergangenheit Mindesttilgungen gehabt von 2%, 2,5%. Durchschnittlich waren es über 3% im Markt. So, wenn ich dann rechne, mal ein durchschnittliches Darlehen, 400.000 Euro und habe 4% Zinsen, habe eine Tilgung von 3%, 7% auf 400.000, dann reden wir über eine Rate, die weit über 2.000 Euro im Monat ist. Ja. Für 400.000 Darlehen. Das heißt, ich brauche dann noch Eigenkapital. Die größte mit am Markt agierende Bank, orangefarben aus Frankfurt, hat jetzt im Januar eingeführt und hat gesagt, wir machen keine 100% Finanzierung mehr. Der Kunde muss mindestens die Nebenkosten haben, das war immer schon so. Jetzt muss er auch noch 5% weiteres Eigenkapital haben. Das heißt, bei einer Immobilie, die 500.000 Euro wert ist, 10% Nebenkosten, 5% Eigenkapital, muss der Kunde schon mal 75.000 auf den Tisch legen, dass er überhaupt eine Finanzierung bekommt. Und genau das ist halt jetzt das Thema, wo dann die Leute wegflitschen. Ne? Und dann werden sie in Angst versetzt, Panik, dann kommt natürlich noch die Medien, die Presse dazu und so weiter. Oh, kann man sich überhaupt noch eine Immobilie leisten, bla bla bla. Ja? So, und hier braucht es einfach Methoden, hier braucht es Methodik, genau. System, ne? wie man das Ganze macht. Ne? Da ist das Zusammenspiel. Und wir haben jetzt ja im letzten Jahr gestartet, die Zusammenarbeit. Und die Makler, die wir von euch jetzt schon kennenlernen durften, die haben halt einfach bei dir auch gelernt, diese Prozesse. Das ist top.
Genau. Also wir merken einfach, dass das Zuträger sind, Tippgeber sind, die das nicht nur machen, weil sie natürlich auch Tippgeber heißt, es gibt auch eine Tippgeberprovision zu verdienen. Das ist für uns selbstverständlich, ist am Markt nicht selbstverständlich. Ja, absolut. Für uns ja. ist es selbstverständlich. Aber das funktioniert natürlich umso besser, wenn der Makler auch den klaren Prozess hat. Und die Makler, die wir bisher von euch kennengelernt haben, die haben das einfach drauf. Und von daher arbeiten wir natürlich auch super gern mit denen zusammen. Genau, also hier nochmal ein wichtiger Punkt. Was ist denn jetzt der Prozess? Ne? Also der Punkt ist, der Makler muss einfach anfangen, seinen eigenen Finanzierungsexperten zu installieren. Ja. Und das ist ja das, was ihr an der Stelle auch liefern könnt. Nämlich, ihr habt bundesweit 70, glaube ich. Ne? Ja, wir haben 23 Niederlassungen und Repräsentanzen. Wir haben über 70 Berater vor Ort. Wir decken, wenn man die Landkarte jetzt aufzeigen würde, wir decken das ganze Bundesgebiet perfekt ab. Was fairerweise man sagen muss, durch die Digitalisierung, theoretisch kann auch ein Finanzierungsberater in Hamburg jemand in München finanzieren. Das geht alles. Klar. Aber 600 Banken im Überblick zu haben und welche Bank vielleicht auch regional die passende ist, so, das ist natürlich auch ein Stück weit die Herausforderung, die da zu stemmen ist. Genau, aber der was ich halt cool finde, und das haben wir ja in schon einigen Runs jetzt auch mitbekommen, ist, wenn da ein Profi ist, wir haben jetzt ja ein Beispiel im Kopf von unserem Kunden auch, der auch Immobilienmakler und bei euch Experte ist, ja. Der wie gesagt, ganz klar hier an der Stelle hingeht und sagt so, pass auf, hier ist der Kunde und wir sagen der Finanzierung, unser Finanzierungsexperte, und das ist ja eigentlich der Hack, ja, oder der Trick sozusagen, wir haben eine eigene Finanzierungsabteilung und wir haben uns gegenüber dem Auftraggeber, dem Verkäufer verpflichtet, jede Finanzierung, jede Bonität vorher zu prüfen. Genau. Und deshalb gibt es gar keinen anderen Weg. Auch wenn Sie zu Ihrer Hausbank wollen, können Sie gerne tun, können Sie auch gerne machen, aber trotzdem geht an der Prüfung durch uns nichts vorbei. So, und jetzt kann vielleicht der ein oder andere da draußen darüber nachdenken, oh, das kriege ich aber nicht geregelt. Ich kann dem widersprechen, das geht. Es hat nur eine Frage, wie. Also wie ist der richtige Gesprächsaufbau, dass auch da die Käufer einem sogar im Nachgang wirklich dankbar sind. Ja, weil in der Regel die Finanzierungskonditionen geknackt werden können. Das können wir mal so jetzt in den Raum stellen. Ja, heißt also nichts anderes im Endeffekt. Erstmal, wir nehmen das in unsere Hand. Ja, also in dem Fall unsere Makler nehmen das in die Hand. Und dann kommt der Finanzierungsexperte. Und jetzt kommt ja ein ganz cooler Move, ne, dass eure Berater natürlich sehr gut ausgebildet sind, sehr gut trainiert sind und die pro Immobilienmakler sind, pro des Objektes. Und wie lange brauchen die denn so im Schnitt, um jetzt zu sagen, die Finanzierung ist darstellbar? Fangen wir damit mal an. Wie lange brauchen die? Also erstmal versprechen wir, innerhalb von 24 Stunden gibt es eine Rückmeldung von dem Berater, dass er alle Daten aufnimmt. Wir haben moderne Wege, wie man zukünftig dann auch zusammenarbeitet, dass wir sagen, der Kunde kann da mitarbeiten, schon mal erste Informationen mit reingeben, voll digital, von zu Hause aus, ganz entspannt. So, und dann wird unser Berater in nochmal 24 Stunden sich das anschauen und sagen, Daumen hoch, das sind die Themen, oder ganz, ganz schwierig. Ja. Und da werden wir auch ehrlich miteinander umgehen. Das gehört einfach auch dazu. Genau. So, das heißt, wir haben in 48 Stunden, wissen wir, stimmt die Richtung oder was muss noch nachgearbeitet werden? Das ist sicherlich heutzutage, es war auch in der Vergangenheit, sicherlich hat das den guten Berater ausgezeichnet, der sich für den Kunden einsetzt und für den Kunden dann natürlich auch schaut, okay, was gibt's noch für Möglichkeiten? Gibt's vielleicht in der Familie eine Möglichkeit, Eigenkapital noch dazu zu bringen? Eigentümerdarlehen vielleicht sogar noch. Eigentümerdarlehen genau. Gibt ja, ist auch ein ganz interessantes Thema jetzt genau. Aktuell, ja. Heutzutage, wir reden über Facharbeitermangel überall, lesen wir jeden Tag, hören wir jeden Tag. Es gibt Firmen, die bereit sind und sagen, okay, ich binde meine Mitarbeiter und es gibt ein Betriebsdarlehen, was man sogar noch mit halbwegs vergünstigten Zinsen anbieten kann. Das ist steuerlich sicherlich immer zu betrachten, aber vielleicht gibt der Arbeitgeber auch ein bisschen zum Eigenkapital dazu als zinsgünstiges Darlehen, weil er damit auch eine Mitarbeiter hat. Man muss kreativ sein, also Qualität in der Beratung heißt natürlich dort auch ein Stück weit Kreativität. Und nochmal, wie du es richtig beschrieben hast, wichtig ist, wir als Berater, genau wie ihr als Makler, sind für den Kunden da.
Wir haben keine anderen Interesse. Natürlich arbeiten wir mit den Banken auch vertrauensvoll zusammen. Die können sich bei uns verlassen, dass sie eine gute Qualität bekommen, dass das, was wir an Unterlagen reingeben, dass das geprüft ist, dass das vollständig ist. Die Banken haben heutzutage auch ein großes Interesse, einen schlanken Prozess zu haben und einen gesicherten Prozess zu haben, möglichst digitalisiert. Das leisten wir alles. Von daher ist das Zusammenspiel zwischen uns, also deinem Maklern und uns natürlich da auch ganz wichtig. So, und das ist einfach das Zeitgemäße und nicht einfach sich vertrauen, ich gehe zu meiner Hausbank. Also ich habe im Nachhinein immer ein schlechtes Gewissen gehabt, wenn man gesehen hat, was da für Margen verdient wurde. Die Bank in der Baufinanzierung wird gutes Geld verdient. Es gibt eigentlich kaum Risiko und das nutzen die Banken leider viel zu oft aus. Und deswegen ist das Angebot, was wir machen, absolut fair. Okay, und wie lange, also jetzt, wenn man bei 80% nach 24, 48 Stunden, weiß ich, wo die Reise hingeht. Genau. Ja, weiß ich, 72 Stunden vielleicht, dann sind wir schon bei irgendwie 90%, weil man Unterlagen alles gesichtet hat, ist ja klar, hängt ja auch ein bisschen vom Käufer ab. So, und dann geht aber, und jetzt kommt ja der Punkt, ja, also zumindest ist es meine Beobachtung, jetzt geht ja der beschleunigte Prozess los. Also der beschleunigte Prozess bedeutet ja, pass auf, direkte Anbindung an die Banken, ne, diese 400 bis 600 Partner, beschleunigter Prozess, digitaler Prozess und nicht eben Blättchensammler wie bei der Hausbank, sage ich jetzt mal, sondern wirklich straight on geht die Post ab und dann dauert das noch, ich sag mal, wenige Tage on top, ja, und dann haben wir aber schon die, ich sag mal, Klarheit, ey, du kannst zum Notar gehen. Absolut. Oder? Ja, wie sieht das aus? Also wie gesagt, das ist jetzt auch wieder der Vorteil. Du hast es am Anfang gesagt, wir haben eine Größe. Unsere Berater haben alle Direkteinreichungen bei den Banken. Das heißt, das geht nicht noch über irgendeine Clearingstelle oder noch über einen anderen Weg, sondern unser Berater für die Bank, für die er sich mit dem Kunden entschieden hat, da reicht er direkt ein. Und da haben wir Bearbeitungszeiten dann für den Antrag zum Kreditvertrag von 3, 4, 5 Tagen. So, und das muss man sich mal vorstellen. Und genau. Nicht 3 Wochen, wie wir es eben festgestellt haben. Oder 4 oder 5, ne? Genau. Im schlechtesten Fall. So, und dementsprechend ist das natürlich auch für den Kunden dann ganz, ganz ein großer Vorteil, dass er ganz, ganz schnell die Entscheidung dann auch hat und es auch schriftlich hat. Ne? Also wir erstellen auch vorher entsprechend ein Zertifikat, gehört beim Prozess auch dazu, dass der Makler auch gegenüber dem Verkäufer auch sagen kann, ich habe das hier geprüft, ich habe hier wirklich Kunden, die entsprechend da bonitätsmäßig geprüft sind. Du kannst dich darauf verlassen, dass das Geschäft, was wir hier gemeinsam machen, auch vernünftig abgewickelt wird. Genau. Und hier mal, schreibt einfach mal in die Kommentare rein, ob ihr letztendlich so schon arbeitet, ja, wirklich prozessorientiert oder die Finanzierung aus der Hand gebt. Einfach mal hier reinschreiben, nämlich sehr spannendes Thema. Und also zu guter Letzt einmal kurz zusammengefasst. Punkt ist, ein guter Makler braucht einen guten Prozess. Vor allen Dingen einen Finanzierungsexperten. Das Coole ist, er hat einen Finanzierungsexperten, jetzt in dem Fall durch die CreditWeb, der pro Makler ist, der den Makler unterstützt. Am Ende des Tages habe ich auch als Makler noch was davon, was ja auch von Vorteil ist. Und ich habe vor allen Dingen einen beschleunigten Prozess, dass ich weiß, ich kann zum Notar gehen. Also ich sage mal Speed of Closing. Ne? Das heißt, ich kann schnell den Sack zumachen und zum Notar gehen, was ja auch cool ist. Und wie gesagt, ich kriege ja das Feedback von meinen Kunden, von unseren Immobilienmaklern, die auch happy sind und sagen, sehr cool, funktioniert, klappt, zuverlässig etc. Okay, genug der Werbung an der Stelle. Was ist denn dein persönlicher Ausblick zum Thema Finanzierung? Ich meine, wir können alle nicht Glaskugel lesen, ist vollkommen klar. Ich bin so der Einschätzung, würde mich mal deine Meinung interessieren, dass, ich sag mal, die Range wird so bleiben. Es wird vielleicht mal ein halbes nochmal rauf, vielleicht mal wieder ein bisschen runter, so ein bisschen so wellenartig sein. Ich glaube, da werden wir uns in den nächsten Jahren drauf einpendeln. Das ist meine Einschätzung. Ich will das gerne mal gerade begründen. Ja, bitte. Wann hatten wir die letzte große Krise? Also wir haben jetzt natürlich 2008, 2009. Genau. So. Und da sind die Zinsen hochgegangen auf weit über 5%. Ja. Die haben wir bisher nicht gesehen. Ja. Die werden wir auch nicht sehen.
Denke ich auch nicht. Da bin ich ganz, ganz fest von überzeugt. Ja, ja. So, und diese 5% oder diese 4-5%, die liefen bis 2012. Absolut. So. Und dann ging es ja erst. Und dann ging es so rapide runter. So, also von daher glaube ich, dass das wirklich diese Range sein wird. Klar werden wir, wenn ein Kunde wenig Eigenkapital hat, wenn er vielleicht vom Risiko für die Bank etwas kritischer gesehen wird, dann wird er über 4% zahlen. So, aber die Range passt so. Und jetzt kommt ja noch was, das hätten wir, dürfen wir, glaube ich, nicht vergessen. Die Banken reagieren. Ich habe heute gerade wieder den nächsten Newsletter von einer der größten Hypothekenbanken in Deutschland bekommen, die sagen, wir hatten bisher mindestens 2% Tilgung. Wir gehen jetzt runter auf 1,3%. Ja, ja. So, das heißt, die Rate für den Kunden bleibt gleich. Jetzt darf man natürlich auch nicht sagen, okay, ist doch super, dann ist ja alles gut. Dadurch verlängert sich natürlich die Laufzeit des Darlehens. Aber wir wissen einfach, dass die Kunden, dann geht der zweite Partner wieder, also der Partner, der bisher nicht gearbeitet hat, weil die Kinder da sind, geht wieder arbeiten. Vielleicht wird dann doch mal was geerbt. Man hat vielleicht irgendwo noch einen Sparplan, der dann irgendwann fällig wird. Also die Leute, und das ist meine Botschaft, keine Angst haben, die Zinsen sind auf einem Niveau, das kannten wir. Diese Krise haben wir gut gemeistert und wir werden auch diese Krise meistern. Absolut. Immobilien ist immer da. Es wird Spekulanten, die Grundstücke gekauft haben, weil sie vom Prinzip mit fast 0% Zinsen die finanzieren konnten. Das heißt, es wird auch wieder Grundstücke geben, die Fertighaushersteller werden sicherlich ihr Geschäft machen. Jetzt mache ich keine Werbung für die Fertighaussteller, sondern das bedeutet, wenn ein Kunde doch eine Immobilie hat und sie gegen eine neue tauscht oder sagt, ich möchte doch nochmal neu bauen, dann wird ja eine Immobilie frei. Ja, ja, das ist das Geschäft für unsere Makler, genau. Die wir dann haben. Also von daher bin ich fest davon überzeugt, dass wir mit diesem Niveau, was wir jetzt haben, wenn die Unsicherheiten ein Stück weit weg sind, Energiekrise wird sich einpendeln, dann werden wir wieder gemeinsam gute Geschäfte machen. Genau, also ich denke, es wird nicht runtergehen, also es wird nicht mehr jetzt wieder in die Richtung 1 oder was gehen. Das sehe ich gar nicht. Ja, also es wird sich irgendwie hier so seitwärts weiter bewegen in den nächsten Jahren. Wie gesagt, hohe Zinsen werden wir in der Form, wie wir sie auch mal hatten. Wir beide kennen die ja noch. Ne? Ich habe Immobilien verkauft mit 7-8% und unsere Bankzinsen. Unsere Schwiegereltern hatten 12%. Das genau, muss man den jungen also, Leuten so manchmal noch genau, sagen. Den Spaß muss man sich wirklich einmal geben. Ne? Also wir kennen das zum Glück. Ne? Also insofern alleine schon ein Grund mehr, ne, hier erfahrenen Leuten zu vertrauen, was auch nicht ganz unwichtig ist, auf jeden Fall. Auf den Punkt gebracht, nochmal ganz wichtig, also wenn ihr da draußen wirklich als Immobilienmakler ein sicheres, nachhaltiges Geschäft aufbauen wollt, dann geht kein Weg an dem Thema Finanzierung vorbei, weil ihr müsst euch dem stellen, weil ansonsten ist das Risiko im Außen zu groß, dass euch Geschäft kaputt gemacht wird, euch Notartermine platzen, viel zu lange Bearbeitungszeiten euch letztendlich sozusagen die Butter vom Brot nehmen. Und das müsst ihr vermeiden und das könnt ihr nur, indem ihr selber anfangt, etwas zu tun, dagegen zu steuern und das Ding in die Hand zu nehmen. Und genau das wollen wir euch hier und haben wir euch heute hier nochmal ein bisschen detaillierter erklärt. In der Infobox findet ihr auch den Link bzw. die Ansprechpartner von der Credit Web hier, ganz wichtig, ein sehr, sehr guter Partner, kann ich, wie gesagt, nur empfehlen und ich bin auch schon seit über 30 Jahren in dem Finanzierungsgeschäft mit dabei und deshalb habe ich auch hier diesen Partner sorgfältig ausgewählt für unsere Kunden, vielleicht auch für dich der Richtige. Ich bin mir sogar sicher, dass es für dich der Richtige ist. Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann solltest du auf jeden Fall einen Daumen hoch lassen, unseren Podcast bzw. YouTube-Kanal abonnieren, folge uns auf Instagram, Facebook, TikTok, wo auch immer. Ja, und schreib gerne einen Kommentar hier runter, wie du bisher mit diesem Thema umgegangen bist. Oder aber auch, hast du die Erfahrung gemacht, welche Finanzierung ist dir vielleicht geplatzt? Wir antworten dir sehr, sehr gerne. In diesem Sinne, alles Gute. Klaus, vielen Dank an dich. Meins, danke, und dass ich viel Erfolg da draußen. Gerne. Danke.